Und wie man kennt, ist BK bald insolvent. In sie Modus in den Motherfucker. Kann nicht mehr, ich weine langsam, ja. 4-7 muss einfach weinen, Digga. Ich bin ja jetzt auch ein Bruder, der manchmal relativ nah am Wasser gebaut ist, Digga, aber ich hab da jetzt keinen Grund zum Weinen gesehen. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute Nacht. Zu zweit aus dem Club und ich sag ich schon mal, dass ich keinen Benz fahr. Ja, wir gehen als allererstes ins Battle rein und ich mach für das Battle. An der Stelle? Natürlich, an der Stelle. Komm, raste ein, Digga. Raste den, man. Dortmund Spain 88 fragt gerade, Bro, sag mal gute Location in Mannheim, um was trinken zu gehen. VIP-Lounge Wasserturm, Bro. Oder Bolands. Eins von den beiden. Ich küsse dein Herz. Jetzt würde ich sagen, lässt du den Intro mal, Fucker. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder vor euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Wir haben heute mal wieder eine Reaction am Start. Ich bin gerade live auf Twitch. Könnt mir gerne auch auf Twitch folgen. Link unten in der Beschreibung drin. Und ja, Mann, heute ist das neue Battle rausgekommen. Big Difference 4-7. Und zwar heute haben wir McDonald's gegen Burger King. Und da bin ich echt gespannt. Wenn ich so für mich privat überlege, was ich mehr feier. Also ich habe früher auf jeden Fall, glaube ich, deutlich mehr McDonald's gegessen. Irgendwann bin ich dann mal geswitcht auf Burger King. Fand ich auch dann geil, aber ich glaube, ich bin schon eher damals als jugendlicher Team McDonald's gewesen. Und wo ich sagen muss, die Pommes bei Burger King schmecken mir eigentlich besser. Und der Whopper damals konnte auch schon was. Naja, so richtig entscheiden kann ich. Ist am Ende des Tages für mich dann beides Schrott geworden, als ich angefangen habe mit Fitness. Und deswegen aktuell gehe ich immer noch ab und zu mal, wenn ich irgendwie Stress habe, so Autobahn fahren oder irgendwo unterwegs bin oder so, nochmal zu McDonald's und hol mir einen veganen Burger. Mittlerweile gibt es bei Burger King auch eine vegane Option. Nimmt sich beides nicht viel. Ich gehe nicht, wie sagt man, voreingenommen in das Battle rein an der Stelle. So, Chat, seid ihr auch ready? Ich küsse dein Herz. Wir gehen rein in die Reaction. Big Difference. Chat, ihr könnt ja mal gerne jetzt mal reinschreiben und auch bei YouTube in die Kommentare. Was seid ihr denn? Team McDonald's oder Team Burger King? Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7. Herzlich willkommen bei Big Difference. Heute sind wir wieder in der Shisha Bar Bless, Rheinstraße 72. What's up, G? Wir haben heute ein ganz, ganz krasses Battle für euch. Und zwar battelt heute Burger King Mitarbeiter gegen McDonald's Mitarbeiter. Ihr habt es euch gewünscht, ihr habt abgestimmt. Und bevor das Video startet, geht alle in die Kommentare, liked das Video, abonniert den Kanal. Und jetzt viel Spaß mit dem Battle. Wir sind... Geht alle rüber, Freunde, supportet den Bre. Willkommen bei den Interviews von McDonald's gegen Burger King. Und ich frage dich mal als erstes, du arbeitest bei McDonald's und was hast du gegen Burger King? Gegen Burger King habe ich Gesundheitsamt, Rattengift. Okay, hast du was hinzuzufügen? Ja, McDonald's schmeckt einfach nicht und Burger King ist einfach besser, weil Burger King lieben alle Menschen. Ich kenne niemanden, der... Starkes Argument an der Stelle. Burger King liebt. Da ist auf jeden Fall Feuer. Geht so. Weißt du, dass du als Burger King Mitarbeiterin mehr Ausstrahlung hast und ihn im Battle zerlegen wirst? Ja, auf jeden Fall, weil ich arbeite bei Burger King und Burger King ist einfach geil. Ich habe ja im letzten Battle gesagt, Lehrer gegen Schüler, die Linke könnte auch eine gute Lehrerin sein an der Stelle, ne? Aber ich habe schon gewusst, dass sie das nächste Mal battlen wird. I feel it, you know? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Stimmt nicht. Okay. Ich glaube, die beiden... Sehr motiviert, die zwei auf jeden Fall. ...werden sich auf jeden Fall Punchlines an den Kopf schmeißen. Und jetzt kommen wir zum Battle. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und wir sind gerade bei Big Difference. Wir haben hier ein geiles Battle und zwar haben wir heute McDonald's gegen Burger King. Macht einmal Lärm! Ihr wolltet das so, ihr wolltet dieses Battle. Und wir sind in Krefeld, Rheinstraße 72. Shisha Bar Bless, kommt alle vorbei, ihr seid alle herzlich eingeladen. Und jetzt... Dicker, wenn diese Shisha Bar nicht jeden Abend proppenvoll ist, dann weiß ich auch nicht, Bro. Ich glaube, eine Shisha Bar hat noch nie so viel Werbung gekriegt wie diese Bar. Außer vielleicht die, wo ich Komm ins Café gedreht habe. Fangen wir an. McDonald's, Mitarbeiter wird anfangen. Let's go. Okay, ich bin gespannt, Digga, ich bin gespannt. Yeah, yeah. Mal eine ganz andere Art von Beat, ne? Normalerweise geht der N100 immer ein bisschen mehr so trappiger nach vorne.
Yeah, McDonald's und Angreifbare eins. Ihr seid wirklich gut darin, Zweiter zu sein. Eure Kunden wie Rainer Kalm und Dick im Geschäft. Und ich zeige deiner Mama meinen Dick im Geschäft. Deine Mutter kommt zum Mac, ist für den Deep vom Chef. Jede Woche treiben wir es immer wieder fresh. Während unser Text hinter den Vitrinen Jacks sagt sie, ba-da-ba-ba-ba, ich liebe es. Ba-ba-ba-ba-ba, ich liebe es. Ey, Mary Jane, dankeschön für das Abo auf jeden Fall. Ich küsse dein Herz. Pferde haben wie ein Rindervorrat. Deine Mann nennt mich im McDonald's King des Monats. Alle guten Ehe, sonst sein Fett ab wie Bill. Das Endprodukt kommt bei euch direkt auf den Grill. Ey Jungs, so viel Glück habt ihr sonst nie. Für einen Burger King Coupon geht sie auf die Knie, aber warte. Die boombeppigen Vibes, ha? Wird wirklich noch geiler, weil habt ihr zwei dabei, macht sie auch die Beine breit. Diese Türko-Mädchen hat keinen Style. Bei BK chillt sie immer im veganen Bereich. Du sagst, dass euer Fleisch nicht aus der Ferne war. Sag, wieso schmeckt's dann immer nach Pferdearsch? Deine Mutter ist bei uns die Putzdame. Ihr Pausenschild, sorry, ich lutsch gerade. Doch öffnet sie die Beine, wird es heftig. Denn dann riecht's im ganzen Raum dreckig nach Macfish. Ja? Ja, war mal was anderes, ne? So Boom Bap und so. Ich fand sein Flow ein bisschen monoton, ein bisschen so einfach die ganze Zeit gleich. Ein paar Lines waren lustig dabei auf jeden Fall. Hab mich jetzt aber auch nicht krass vom Hocker gefetzt. Was sagt ihr, Freunde? Oh mein Gott! Starke, starke erste Runde vom McDonald's-Mitarbeiter. Und jetzt kommen wir zu der Antwort von Burger King-Mitarbeiterin. 100 Gibi. I'm cruising down the streets in my 6-4. Wenn so ein Flow jetzt kommt, würde wäre geil, Digga, Alter. So ein richtiger Oldschool-Flow, weißt du? Jetzt wird dieser Rapper gesmackt. Und ich frag mich, woher weiß der, wie Pferde schmeckt? Feuer will ich essen, braucht mir jeden Lebensmut. Denn zu jedem Mac-Menü gibt es gratis Krebs dazu. Und für diese Laien kann ich heute vergessen. Ich hätte lieber mal einen Krebs, anstatt nochmal bei euch zu essen. Die Eismaschine ist kaputt, das ist sonderbar. Noch kaputter sind nur deine Gene für volles Haar. Das trifft hart bei Männern mit den Haaren auf jeden Fall. Frisur bekommt ihr, wenn ihr bei McDonald's esst. Mir geht's gut, ich hab One-Way-Ticket nach Hawaii. Und dir empfehle ich Haartransplantation aus Türkei. Schau, wie der Teller mit den Sparen übertreibt. Er will ins Drive-In, doch hat nur Fahrradführerschein. Mein Gott sagt, hat Hotelschiff auf Dienstreise. Er fährt Fahrrad, doch meckert über Benzinpreise. Er war gesund und auf super gechillt. Doch hat Ratten in der Küche, aber nur auf dem Grill. Deine Mutter hat nie von den Blasen genug. Ihre Nummer gibt's bei Happy Meals gratis dazu. Ja, ja. Ich finde die süß. Weißt du, wie ich meine? Die versucht's auch und so. Flow ist halt nicht so. Die Flows waren bis jetzt nicht so nice, Digga. Punchlines waren ab und zu nicht, also nicht schlecht, sag ich mal. Lustige Sachen dabei von beiden Seiten bis jetzt. Aber so einen klaren Favorit habe ich bis jetzt eigentlich auch noch nicht. Starke, starke erste Runde von Berlin mit der Bären. Heftig, heftig. Das ist Big Difference. Was für krasse Runden. Jetzt kommen wir direkt zu der Antwort. Zweite Runde von McDonald's. Wir gehen direkt weiter. So, jetzt mal ein bisschen mehr nach vorne vom Beat, glaube ich auch. Yeah. So, Dalle, weiter geht's. Ich bin Filialleiter, fahre einen Benz. Und wie man kennt, ist BK bald Insolvenz. Burger King ist pleite und die hat wenig. In sie Modus in den Motherfucker. All eure Lieferanten ausgestattet mit Deo-Roller. Sogar mein Hund findet euer nicht gut, würde ich ihm was geben, wäre das Kannibalismus. Unsere Arbeitskleidung ist hier Legende. Eure würde ich nicht mal der Ukraine spenden. Guck mal, wie das Mädel kassiert. Eure Strohhalme sind aus Toilettenpapier. Ihr feine Hygiene unter der Theke. Ihr habt nicht 3, sondern 60 Sekunden Regel. Euer Essen hat einen Todesgeschmack. Auf eurem Klo hat man bis jetzt nur Durchfall gehabt. Deine Mutter hat kaputte Zähne, ist ein schönes Ding. Im Gebiss bei ihr sind mehr Kronen als bei Burger King. Ihr müsst noch mehr fragen. Die Punches kommen irgendwie nicht. Die Punches kommen nicht, Bruder. Was? Ja, okay, Dicker. Die Strohhalme sind aus Toilettenpapier. Noch viel kochen, deine Mutter macht die Beine breit. Probierwoche. Oh! Sind
Den hab ich gefühlt. Deine Mutter frisst dir Bauch, wächst durch Chili Cheese. Werd dich schwer verletzen im Battle. Und seit wann sind Pferdemädchen am Rappen? Ich höre das Kind immer einfach nur kotzen. Und ab jetzt ist Jabba, da hat euer Maskottchen. Yeah, ich bin Boss und der King. BK ist scheiße, McDonald's gewinnt. BK ist scheiße, McDonald's ist King, hätte er sagen müssen. Starke zweite Runde von McDonald's. Mitarbeiter, macht da mal Lärm. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich weine langsam, ja. Haut's, Digga. 4-7 muss einfach weinen, Digga. Ich bin ja jetzt auch ein Bruder, der manchmal relativ nah am Wasser gebaut ist, Digga, aber ich hab da jetzt keinen Grund zum Weinen gesehen. Kommen wir direkt zu der zweiten Runde von Burger King Mitarbeiterin. Yes, Sir, Freunde, wir sind gerade live auf Twitch. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, wir ziehen uns das neue Battle rein hier. Let's get it. Part 2, Mac ist jetzt zur Seite. Jeder weiß, eure Pommes schmecken scheiße. Und würdest du gutes Essen in deinem Körper drin? Da mit den Pommes fühle ich sie auf jeden Fall, Digga. Also ich finde die Pommes bei Burger King auch stärker. Sind ein paar Gutscheine vom Burger King. Was ist passiert? Ich hab Haare frisiert, du hast Glatze poliert. Ich bestelle mir Fat Pommes. Und seit wann arbeitet Anke Benz bei McDonald's? Einfach Anke Benz, Bruder. Der ist schon lustig, Bruder, warte. Für die würde ich nicht Bares zahlen. Sie verkaufen die Salate als eine Leistung, doch die haben mehr Kalorien als reiner Kalmut. Deine Mutter mischt Wodka mit Mirinda. Sowas gibt's nur bei BK, du Zinker. Wodka ist leer. Ihre Stimme auch nicht so angenehm. Bisschen quietschy Vibe so. Deine Mutter muss sich abkühlen. Sie schreit, egal, man kann immer wieder nachfüllen. Check, danach ist sie weggerannt. Du bist der erste Schwarze, der nicht rappen kann. Du ein Torjubel, dann hat man Grundschulzeugnis in der heilen Welt. Ist man bei McDonald's direkt eingestellt. Aiwa. Oh mein Gott. Macht mal Lärm für die zweite Runde von der Burger King Mitarbeiterin. Macht einmal Lärm für das ganze Battle. Aiwa. Bombe, was eine Bombe. Ihr entscheidet in den Kommentaren, wer gewonnen hat. Und wir sind raus. So Leute, das war's auch. Eid, Digga, eid. Okay, Mann. Nicht schlecht auf jeden Fall. Nicht schlecht auf jeden Fall. Ich überleg grad, wer mein Favorit war bei dem Battle. Boah, Digga, ist echt schwer. Also ich muss sagen, ich habe keinen eindeutigen Gewinner jetzt irgendwie. Für mich jetzt so persönlich, wenn ich so überlege, in mich reinhöre, da sehe ich keinen eindeutigen Gewinner. Ich fand beide auf einem relativ ähnlichen Niveau, sag ich mal. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr sagt. Chat könnt auch gerne mal reinschreiben, wer für euch gewonnen hat. Ich würde es dann am Ende des Tages auch so 50-50 ausgehen lassen. War ein cooles Battle, war lustig. Oft die Punchlines haben nicht so richtig krass gezündet, aber waren schon zwei, drei geile Lines dabei. War wieder ein cooles Battle. Mach auf jeden Fall weiter, 4-7. Ich küsse dein Herz, Bruder. Wir sehen uns im nächsten Video, meine lieben Freunde. Bionic dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Peace it out, man. Visual.